Schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zurück auf unserem Kosmetik-Fuchs-Kanal. Heute möchte ich mit euch über ein ganz spezielles Hautthema sprechen, welches mich selbst auch betrifft. Und ich denke, viele von euch auch oder kennen es zumindest. Worum es geht und welches Produkt mir dabei geholfen hat, das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt auf jeden Fall dran. Es gibt ja manchmal so Situationen, zum Beispiel zu Hause, man kocht, passt nicht auf oder ist abgelenkt und schwupps hat man sich in den Finger geschnitten. Im besten Fall bleibt keine Narbe zurück, aber was ist, wenn doch? Oder eine andere Situation, wie bei mir Anfang des Jahres, ich kann euch kurz die Kurzfassung der Geschichte erzählen. Mein Kater hat mich unabsichtlich in die Hand gebissen und ja, es wurde dann so schlimm, dass ich eine Blutvergiftung hatte und notoperiert werden musste an der Hand und ich sag euch, ganz schönes Drama. Ja, nach der Operation und nach dem Fädenziehen musste ich eine Zeit lang noch eine Schiene tragen, um meine Hand nicht zu belasten. Und die Haut, manche können sich das vielleicht vorstellen, wie das so ist. Es juckt, es ist trocken, es hat extrem gespannt. Und ich zeige euch das mal kurz. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Auf jeden Fall habe ich zwei schöne Narben davon zurückbehalten. Ja, Narben sind ja jetzt nicht das Schönste, was man unbedingt auf der Haut tragen möchte, aber sie erzählen eine Geschichte und sie gehören zu uns. Ich wollte damals meine Haut schnellstmöglich pflegen und auch dieses juckende Spannungsgefühl loswerden. Und mir wurde dann eine Narbencreme empfohlen, die ich vorher noch nicht kannte. Und welche das ist, das zeige ich euch jetzt mal. Unsere Fachkosmetikerin hier bei Kosmetik Fuchs hat dann zu mir gesagt, Antje, ich kenne eine ganz gute Narbencreme, probier die doch mal aus. Und das ist die Beauté Pacific Scars and Stripes Creme und diese könnt ihr für Narben als auch für Dehnungsstreifen anwenden. Ich habe sie dann mehrmals täglich angewendet, empfohlen wird morgens und abends, aber jedes Mal, wenn meine Haut gejuckt hat oder gespannt hat, habe ich sie damit eingecremt und hatte sie auch eigentlich immer in meiner Handtasche dabei. Später habe ich sie dann nur noch vorm Schlafengehen angewandt und ich blende euch jetzt mal hier ein Vorher- und Nachher-Bild ein. Da liegt ungefähr 4 Tage, 5 Tage dazwischen und man sieht schon, wie die Haut glatter und geschmeidiger wird. Denn die spezielle Pflege enthält verschiedene Vitamine, die die Haut wieder schön elastisch und geschmeidig machen. Und zudem ist sie reich an essentiellen Wirkstoffen, die tief in die Haut eindringen und dafür sorgen, dass Rötungen gemildert werden und die Hautstruktur wieder normalisiert wird, soweit wie es geht natürlich, weil Narben kann man natürlich nicht verschwinden lassen komplett, aber man kann dafür sorgen, dass sie so wenig sichtbar wie möglich sind. Ich fand die Creme sehr hilfreich und ich bin froh, dass sie mir empfohlen wurde. Ihr könnt sie natürlich gern mal ausprobieren. Ihr findet die Scars and Stripes Creme bei uns natürlich im Onlineshop auf kosmetikfuchs.de. Schaut da gerne mal vorbei. Schreibt mir mal in die Kommentare, wieso eure Stories zu euren Narben sind und wie ihr sie pflegt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Gebt diesem Video doch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich.